Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Forest mit mir, mit dem Sender 2904. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir sind gerade auf dem Weg in die Karibik, einen schönen Urlaub mit unserem Sohn. Und wir haben ein schönes Essen. Unser Sohn hat schöne Bilder gemalt. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Hilfe, wir stürzen ab. Hilfe, wir stürzen ab. Oh mein Gott. Festhalten. Die Beine und hoffen, dass wir heil aus der Nummer rauskommen. Oh mein Gott. Halt mich fest. Oh, wir leben. Nein, wer ist das? Gib mir meinen Sohn zurück. Ich kriege dich. Gib mir meinen Sohn. So, oh, mein Kopf. Wir aber, wir leben. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Erstmal alles einsacken hier. Essen. Die Passagierliste. Alkohol. Hier haben wir mehr Essen. Das brauchen wir natürlich, um unsere Ausdauer hochzubringen. Eine Axt. Jetzt können wir in den Kampf ziehen. Wir sind bewaffnet. So. Ein Wunder, dass wir diesen Absturz überlebt haben. So, wir sammeln jetzt erstmal Steine ein. So, und machen natürlich jetzt erstmal die Koffer auf, um uns ein bisschen auszurüsten am Anfang. So, ich mache jetzt erstmal das Survival Book auf. Hier haben wir jetzt eine Notizen, unsere Statistiken, unsere Health, eine To-Do-Liste. Hier Find Timmy, wir müssen unseren Sohn finden. Aber darauf kommen wir später nochmal. Wir sammeln jetzt einfach hier ein paar Steine auf und alles, was wir finden. Und wir sind schon voll. Okay, wir können also keine Steine mehr tragen. Dann machen wir mal die Koffer auf. Essen müssen wir natürlich auch noch jagen. Das ist ja ein krasser Spot. So, machen wir erstmal. Stickies nehmen wir mit. Und ich hoffe, dass wir nicht gleich Ureinwohner kommen oder Kannibalen. Dass wir uns ein bisschen vernünftig ausrüsten können. Und vor allem ein bisschen Rüstung bekommen, eine bessere Axt. Hoffe ich mal. Oh, wir sind direkt aber am eingeborenen Dorf hier abgestürzt. Das heißt nichts Gutes. Aber das heißt aber auch natürlich, man findet hier bessere Items. Oder bessere Sachen zum Überleben. Oh, da ist schon der erste Kannibale. Was? Oh mein Gott, das sind sogar zwei Kannibalen. Oh Gott, wir müssen uns aus dem Staub machen. Es kann sein, dass wir jetzt gleich sterben. Lasst mich in Ruhe. Jetzt, dann müssen wir halt mal auf die Schnauze hauen. Komm her, ich hau dir auf die Fresse. Ich bin hier Tourist und du greifst mich an. Wo ist der andere? Ich höre ihn irgendwo, aber wo ist er? Unfassbar, wir sind hier Tourist auf der Insel und er greift uns an. Pisser. So, wir schleichen uns jetzt erstmal weiter. Wir essen jetzt hier noch ein bisschen die Beeren. Die blauen Beeren kann man essen, die anderen nicht. So, die Koffer nehmen wir mit. So. Ich hoffe, die alte ist jetzt weg hier. Clove, nehmen wir alles mit. Die Beeren sind zum Beispiel giftig hier, die kann man nicht essen, da verlieren wir Leben. Hier gibt es nichts mehr. Beeilen uns ein bisschen. Ins eingeborene Dorf zu gehen ohne vernünftige Ausrüstung ist nämlich eigentlich Selbstmord. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist gerade keiner da. Oh. Kaum sage ich, kommt der nächste Penner.
Das ist doch die von eben. Ja, halt die Klappe, du blöde Kuh. Jetzt kriegt sie. Zack. Stirb! So, sie hat uns schon mal getroffen. Hier, du blöde Kuh. Hast dich mit dem Falschen angelegt. So, nehmen wir alles mit. Hier gibt's nichts. Hier gibt's schon mehr Sachen. Kleiner Stein, den brauchen wir nicht. Mehr Koffer. Hier gibt es, glaube ich, auch Dynamit. Vor allem Trinken. Wenn ich mich nicht irre. Koffer nehme ich auch, natürlich. Na los. Ich nehme alles mit, was ich finden kann. Eins von 43. 143 Passagieren haben wir jetzt gefunden. Und hier haben wir jetzt erstmal. Hm? Na, wo ist denn das Trinken? Lol. Ist weg. So. Das Trinken verschwindet irgendwie immer. Krass. Ah, da ist es endlich mal aufgetaucht. Das brauchen wir doch alles. So. Um unsere Ausdauer hochzubringen. Die Koffer nehmen wir auch mit. Scheiß Tennisball. Hier haben wir Dynamit. Das ist natürlich vortrefflich. So, da müssten wir eigentlich auch voll sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, jetzt sind wir voll. Mal gucken, was es hier noch gibt. Teile, darauf kann man eine Zeitbombe bauen. Also, sieht aus wie Mainboard. Laptops. Ich würde lieber so mit ihm zocken, mit dem Laptop, anstatt ihn kaputt zu hauen, aber naja. Wir müssen hier ja überleben. Oh wow. Das ist ein qualvoller Tod. So will ich nicht sterben. Hier die Clove können wir noch mitnehmen. Kein Topf für Wasser. Die Seile nehmen wir mit. Das Trinken lassen wir mal. Wie gesagt, wir haben ja schon alles. So, jetzt haben wir hier alles mal alles gelootet. Hier ist eine Höhle. Alkohol. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen Stickmarker, dass wir das auch wiederfinden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das nochmal ging. Ich habe auch lange Zeit keinen The Forest mehr gespielt jetzt. Hier, 1-2 Updates jetzt nicht. So. Und die Farbe machen wir. Machen wir mal gelb. So. Da finden wir immer wieder diese Höhle. So, die Klaufe nehmen wir noch mit. Haben wir noch einen Koffer übersehen? Zack, zack, nehmen wir mit. Die Klaufe nehmen wir auch mit. Na komm. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir können alles gebrauchen, vor allem am Anfang. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung Strand und gucken mal, was da abgeht. Oh, da unten steht noch eine Hütte. Ist die neu hier? Die habe ich hier noch nie gesehen. Ist die jetzt neu? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber hier scheint es auch nichts Interessantes zu geben. Naja. Dann ziehen wir halt mal weiter. Lurche bräuchten wir. Bräuchten halt Essen, Blätter brauchen wir auch. Ich guck gerade mal, wie viele Blätter haben wir jetzt. 3. Na super. Das ist ja nicht so viel, ne? Boah, nein, da will ich nicht runterfallen. Ich höre die ganze Zeit das Meer. Da ist das Meer. Mal gucken. Ob wir hier irgendwie ungeschadet runterkommen. Oh, jetzt haben wir uns verletzt. Aber wir haben ja Medis gefunden. Nehmen wir direkt mal ein. Sicher ist sicher. Wir wissen ja nicht, was für Kameraden hier noch warten auf uns. Ja, die Insel ist schon schön. Wenn es die Ureinwohner und die Kannibalen hier nicht geben würde. Und die anderen Muttern würde ich hier klar Urlaub machen.
So 2 Wochen hier so am Strand chillen oder im Wald Camping. Das wäre schön. Ich mag es auch so in der Natur zu campen und so. Aber mit lauter Ureinwohner oder Kannibalen im Nacken. Nee, dann macht es Spaß. Außer es ist dann natürlich ein Survival-Urlaub, aber das ist ja auch nicht das Wahre. So, wo sind wir denn hier? Hier können wir eigentlich schon unsere erste Base aufbauen, bevor wir jetzt dann runter zum Strand gehen. Das ist eigentlich immer ein guter Spot. Huch. Da ist auch schön Strand. Mal einen guten Ausblick. Weg mit euch, ihr seid giftig. So, Stein nehmen wir mit. Ein Hase. Verdammt, wir bräuchten echt ein paar Lursche. Okay, es ist doch kein guter Spot. Hier sind schon wieder Ureinwohner. Ich zieh mal weiter. So. Wir laufen einfach mal. Huch, jetzt habe ich mich verlaufen. Na los, hoch. So. Immer Richtung Strand. Da finden wir ja auch hoffentlich was Besseres. Am Anfang hat man ja die bessere Axt am Strand gefunden. Die gibt es ja da leider jetzt nicht mehr. Aber vielleicht finden wir da ein paar Lursche und ein paar Vögel auf jeden Fall. Können wir uns einen Bogen und ein paar Pfeile craften. Dann können wir uns auch besser verteidigen. Wir müssen immer in den Nahkampf. Aber Brandpfeile sind sehr stark. Ja, wir müssen kurz langsamer machen. Wir haben fast keine Ausdauer mehr. Oh, jetzt können wir wieder sprinten. Wir müssten jetzt eigentlich gleich am Strand rauskommen. Das ist das einzigste Blöde, was ich an, dass die Ausdauer so schnell weggeht beim Sprinten, aber der Typ kann, beim Marathon könnte der Typ nie mitlaufen, aber da vorne ist ja schon der Strand. Ich hoffe, dass wir nicht von Haien gefressen werden, wenn wir zur Yacht schwimmen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Das muss nicht sein, das ist nicht schön. Wenn man von so einem Hai in den Arsch gebissen bekommt. Ist das da vorne schon die Yacht? Ja, die steht sehr nah am Strand, also da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Die Haie sind ja eher weiter draußen. Und mal schauen. Und wir haben wieder keine Ausdauer mehr, ey. Der Typ hält nicht mal 5 Meter durch. Ich glaube, der ist starker Kettenraucher. Ah, da ist ein Lursch. Komm her! Hä? Wo ist er hin? Ah, da ist er. Ich wollte schon sagen. Den Kopf braucht man halt. Noch ein Lursch. Danke. Und den Hasi? Komm, Hasi. Der arme Hase. Aber wir müssen ja überleben. Wie heißt es so schön, fressen oder gefressen werden? Oh, mal gucken, was wir hier Schönes am Strand finden. Wir gehen erstmal auf die Yacht, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass es hier keine Haie gibt. Kein Bock, direkt zu sterben. Haie? Haie? Gott sei Dank keine Haie. So, jetzt sind wir in der Yacht drin. Totenschädel. Mann, was ist das denn? Eine verbrannte Leiche. In Embryonalstellung. Oh, ein Teddybär. Ich will den Teddybär mitnehmen. Verdammt. Milch. Vielleicht kann man später irgendwann noch das Boot reparieren. Das wäre natürlich super. Würde mich freuen, hier so rumzusegeln. Na. Manchmal backt es immer noch rum. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier erstmal ein Bett, das wir speichern können. Und dann mache ich erstmal Pause.
Render die Folge und lade sie hoch. In der nächsten Folge greifen wir dann richtig an, bauen uns erstmal eine richtig geile Base, würde ich sagen. Habe ich ja voll Bock drauf. So, mal gucken, erstmal das Buch aufmachen. Was braucht man jetzt hier für ein Bett? Bett, Shelter. Ach komm, ich baue jetzt erstmal hier am Strand so ein kleines Shelter. Das ist ja egal, so stellen wir es mal eben hier hin. So. Brauchen wir noch Äste und Blätter. Und den Rest kann man sich ja dann später kümmern. Blätter können wir mit. Nehmen wir erstmal Blätter mit. Hier haben wir Äste. Das ist kein Ast. Huch. Jetzt habe ich die Heilpflanze aus Versehen kaputt geprügelt. Na komm. Blätter müssten wir jetzt einfach eigentlich genug haben. So. Na super. Natürlich gleich drei Stück auf einmal. Verdammte Scheiße. Ich wollte doch nur speichern. Lasst mich in Ruhe. Stickies können wir auch nicht mehr mitnehmen. Die sind weitergezogen. Das war auch ihr Glück. So, also speichern wir mal. Machen wir mal hier. So, und dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.